Tut mir leid, wenn ich jetzt schmodderig aussehe, wenn ich total fettig aussehe. Es liegt daran, dass ich auch total fettig bin. Hallo, ich nehme dich heute wieder mit in meinem Alltag. Die Großen sind in Kindergarten, Schule. Lilly schläft gerade, macht ihren Vormittagsschlaf. Ist auch das Babyfon. Ich habe sie immer im Blick. Und ich habe die Zeit auch genutzt. Während sie schläft, habe ich ja dann auch ein paar Minuten Zeit, mich zu schminken. Ich habe jetzt gerade schon alles einmal frisch aufgetragen. Hier habe ich ja immer alles drin, was ich so brauche, damit ich das überall mitnehmen kann, im Bad oder auch eben hier im Wohnzimmer, kann ich mich einmal schnell schminken. Meine Routine ist eigentlich noch dieselbe, aber es gibt so ein, zwei Sachen, die ich in letzter Zeit neu benutzt habe. Und zwar einmal die Dior Star habe ich wieder rausgekramt, habe ich schon sehr lange, aber die Farbe hat mir immer nicht gepasst. Das ist nämlich die 020, ist ziemlich dunkel, finde ich. Also mit der Sommerbräune jetzt geht es ganz gut, also passt sie jetzt perfekt. Und was ich auch noch in letzter Zeit neu benutzt habe, ist dieses Augenbrauenpuder von Maybelline, und zwar dieses in diesem Quad hier. Und zwar habe ich hier einmal das Wachs und dann kommt das Puder drauf. Und dieses helle, das benutze ich gar nicht. Also das ist noch komplett unbenutzt. Das ist jetzt die Farbe Soft Brown. Also die passt eigentlich ganz gut. Aber ich finde sie manchmal ein bisschen zu dunkel. Also ein ganz kleines bisschen Tick zu dunkel. Aber ich bin ja sowieso ein bisschen, was Augenbrauenfarbe angeht, ne? Bis ich mir mal meine Farbe gefunden habe. Aber so eigentlich ist sie in Ordnung. Das ist jetzt übrigens der vierte Tag, an dem Justus nicht da ist. Und ich muss sagen, es geht eigentlich. Also ich habe die Tage jetzt gut hinbekommen. Es war schon anstrengender, auf jeden Fall. Deshalb Hut ab vor allen alleinerziehenden Mamis und Papis da draußen. Wirklich ganz liebe Grüße an euch. Aber man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und so war das bei mir auf jeden Fall, dass ich, ja, dann, also man muss es ja machen. Deshalb habe ich es halt auch alles selber gemacht. Tagsüber habe ich ihn auch gar nicht vermisst, weil einfach so viel zu tun war, dass ich gar keine Zeit habe zu denken, oh, wo ist er denn jetzt gerade? Aber so nachts, wenn ich dann alle Kinder ins Bett gebracht hatte, dann kam das so ein bisschen. Die Überlegung, jetzt bin ich alleine, was mache ich jetzt? Da habe ich ihn schon vermisst. Aber lang ist er nicht mehr. Und dann kommt er nach Hause und dann ist wieder alles normal. Wieder der gewohnte Alltag. Darauf freue ich mich schon sehr. Schminkzeug kann erstmal wieder weg. Brauche ich heute nicht mehr. Und ich habe hier ein XXXXL-Paket stehen. Es ist zwar sehr groß, aber es ist nicht so schwer. So sieht das jetzt aus. Und zwar ist es ein mintfarbenes Bällebad. Und die Bälle sind auch schon mit drin. Oha. Also eigentlich sollte das rund sein, aber ich glaube, das legt sich noch. Das ist ja, glaube ich, nur, ich weiß nicht, was ist das für ein Material? Schaumstoff ist das doch. Also sehr weich. Ich glaube, das biegt sich nochmal jetzt zurecht. Mit der großen Kiste können die Großen dann noch spielen. Die bauen sich da immer ihre Höhlen oder Raumschiffe. Die haben ja immer so viele Fantasien, was sie damit machen können. Aber ich gucke gerade, wo das hier bei uns jetzt hinpasst. Ich glaube, da die Ecke wäre besser. Mit dem Bällebad. Bin ich mal gespannt, was Lilly gleich dazu sagt, wenn sie aufwacht. Ob sie sich dann gleich reinstürzt oder erstmal gucken muss. Was ist das jetzt? Es könnte sich übrigens auch lohnen, mal bei mir auf Instagram vorbeizuschauen, denn ich habe etwas geplant mit dem Bällebad. Schau mal vorbei. Es könnte sein, dass es vielleicht ein Gewinnspiel geben wird. Lass dich überraschen. Ich wollte jetzt, solange Lilly noch schläft, einmal die Bude auf Vordermann bringen. Alles ruhig, sie schläft, das ist sehr gut. Also Wohnzimmer räume ich jetzt einmal auf. Küche muss ich auch gleich aufräumen, aber das mache ich zum Schluss immer, weil ich immer Angst habe, sie wacht dann von diesem Geklirre auf. Ist halt das Problem, wenn alles offen ist. Küche offen, Flur offen und dann hallt das hier auch überall. Muss man immer leise sein. Geschirr kann ich einmal ausräumen. Ist ganz frisch. Ich sehe gerade, dass ich hier noch ganz viele Fläschchen-Sachen habe und auch meine Milchpumpe. Das nimmt hier alles so viel Platz weg und eigentlich brauche ich das alles gar nicht mehr. Deshalb sortiere ich das jetzt einmal schnell aus. So viele Sachen, die hier gar nicht reingehören. Der Nasensauger ist auch hier drin. Auch gut zu wissen, dass er hier ist. Den brauche ich auch erstmal nicht mehr. Das ist der das Wasser schnell abkühlen lässt. Auch gut.
Ein weißer Edding ist auch hier mit in der Schublade drin für das Geschirr. Sieht doch schon etwas besser aus. Den Nasensauger lasse ich trotzdem hier drin. Wird nämlich auch sehr oft benutzt. Dann habe ich den immer hier bereit. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich den sonst hin tun soll. So ein Nasensauger. Vielleicht kannst du mir da auch noch mal einen Tipp geben. Ich habe nämlich hier meine Gläser immer so kalkig. Also ich habe Klarspüler und auch Salz in der Spülmaschine drin, aber die sehen trotzdem immer so, ja, so milchig aus, als wären sie nicht sauber, aber sie sind ja sauber. Und man kriegt das auch gar nicht ab. Aber vielleicht hast du da ja so einen Hausfrauentipp. Da wäre ich sehr dankbar, weil das sieht natürlich nicht so lecker aus. Vor allen Dingen, wenn man dann Gäste hat. Weiß ich nicht, finde ich das irgendwie nicht so schön, wenn die so kalkig sind. Sonst geht das auch immer ein bisschen schneller. Aber ich versuche ja leise zu sein, nicht zu viele Geräusche zu machen. Obwohl das jetzt schon sehr laut ist. Ich hoffe, sie wacht nicht gleich auf. Alles leer, ausgeräumt. Und jetzt wird noch hier das alles eingeräumt. Und dann bin ich auch durch. Fertig. Ich komme immer so ins Schwitzen. Das Haushalt machen. Ich kann hier schon meinen dicken Pullover ausziehen. Ach so, dieses Oberteil hier, da haben ganz viele beim letzten Instagram-Posting gefragt. Das kann ich gerne einmal unten verlinken. Das ist meine liebste Hoodie- und so Kapuzenjackenmarke. Die Qualität ist halt super und vielleicht siehst du das, das sind so kleine Anker. Ich finde das Design auch total hübsch. Und der Schnitt ist halt auch so gut, weil der so tailliert ist. Und dann sieht man immer so schlank aus. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, bis Lilly aufwacht. Das werde ich nutzen und mich aufs Sofa hauen. Das werde ich machen. Das ist so meine kleine Mittagspause, die ich mir jetzt gönne. Zu trinken habe ich hier. Immer schön viel trinken. Ich werde das Video ja am Sonntag hochladen. Und da ist die Bundestagswahl. Noch einmal würde ich daran erinnern, dass die Bundestagswahl ist. Darauf freue ich mich schon sehr. Und vor allen Dingen freue ich mich ja, weil Justus dann auch wieder da ist. In der Insta-Story werde ich dich dann auch mitnehmen, wenn wir zur Wahl gehen. Also heute, also Sonntag. Dann kannst du einmal gucken, was wir da so machen. Es sind jetzt wieder alle Kinder da. Der Geräuschpegel ist jetzt auf Maximum. Und wie man sehen kann, kommt das Bällebad richtig gut an. Also dafür, dass es eigentlich für Lilly war, sind jetzt die Großen da drin. Und wir mussten auch schon alle Bälle einmal raus und alle Bälle wieder rein. Ja, ich glaube, damit werde ich jetzt auch viel zu tun haben mit Aufräumen. Siehst du mich, Mami? Ja, deine Hose sehe ich noch ein bisschen. Das muss auch noch drüber. Kriegst du genug Luft da drunter? Ja. Okay. Oh, da kommt noch das Baby jetzt oben drauf. Ja, was hast du denn vor? Auch mit rein. Jetzt ist es wirklich absolut verschwunden. Wo ist mein drittes Kind? Ich habe noch drei Kinder. Ah! Die Kinder sind jetzt erstmal beschäftigt. Auch so eine schöne Zeit nachmittags, wenn dann alle zu Hause sind. Spielen sie meistens erstmal alle zusammen. Und ich mache jetzt einmal ein bisschen Obst, eine kleine Obstrunde für alle. Viel habe ich nicht da, außer Orangen, Apfel, Kokosnuss habe ich auch noch da. Aber die mache ich jetzt nicht. Trauben habe ich auch nicht mehr. Bei uns sind gerade Trauben nämlich total beliebt. Also Lilly ist die. Wie verrückt. Sie schafft alleine so eine ganze Packung in 2 Tagen. Dann hat sie alle aufgemampft. Deshalb habe ich jetzt gerade auch keine mehr da, aber ich fahre gleich auch noch mal ein bisschen einkaufen. Keinen gesamten Wocheneinkauf, aber ein paar Sachen, Früchte und sowas, was man frisch braucht, Gemüse, das hole ich gleich noch mal. Obwohl, ich glaube, ich mache nur eine Orange. Da haben wir nämlich doch Bananen da. Und die isst Lilly natürlich auch sehr gerne. Also im Moment am liebsten Banane und Trauben. Wollt ihr Apfel mit Schale oder ohne Schale? Ohne Schale. Ohne Schale. Ich fand das ganz interessant. Das letzte Mal, als ich Obst gemacht habe, auch Apfel, habe ich den geschält. Und da haben ganz viele gefragt, warum ich den denn bitte schäle. Weil da natürlich die Vitamine und so drin sind. Aber die Kinder mögen den lieber ohne Schale. Und dann bin ich froh, wenn sie ihn zumindest überhaupt essen. Dann zwinge ich ihnen natürlich nicht die Schale auf. Hallo, du süße Maus. Kommst du Mami besuchen? Hm. Mami ist gleich fertig. Oder willst du schon mal einen mitnehmen? Guck mal hier, die kleinste. Bitteschön. Lecker. Kannst du mitnehmen, wenn du möchtest. Okay? Der Obstteller ist fertig, sehr gelb.
nichts Grünes oder Rotes dabei. Aber Hauptsache, die Kinder essen jetzt ein bisschen Vitamine. Na, du süße Maus, wo ist dein Apfel? Noch was in der Hand? Schon das nächste? Na, komm mal mit. Isst du erstmal deinen Apfel auf. Oh, direkt ab im Mund alles. Das ist aber jemand gierig. So, hier ist eure Obstrunde. Mehr? Willst du noch mehr essen? Komm mal her, süße Maus. Mami füttert dich. Ja. Gab es im Kindergarten denn auch schon eine Obstrunde? Mhm. Heute nicht? Mhm. Ja, darf ich das Weiße nochmal abpuppeln? Na klar. Das kann man eigentlich mit essen. Erstmal kauen. Oh, Riesenhappen. Noch mehr. Boah, bist du ein Mampfi. Oh nein, Stück Schale. Ein Stück Schale. Okay. Solange es einen nicht umbringt. Alle. Chups. Hier kann ich auch einmal das Schlachtfeld zeigen. Es wurde gut gemampft, Äpfel sind weg und nur ein Stückchen Banane ist noch über. Irgendjemand? Banane? Banane? Lilly kann richtig viel essen, also so richtig viel. Da staune ich manchmal und frage mich, wohin das alles geht. Diesen kleinen Mini-Babybauch. Noch nicht mal ich kann so viel essen. Und ihr wollt jetzt einmal raus? Das gute Wetter noch ausnutzen. Wir müssen nämlich gleich wieder später los zum Ballett. Lilly ziehe ich jetzt auch einmal ihre Schüchchen an. Und dann kann sie mit draußen einmal rumwatscheln. Die hier sind übrigens auch neu. Beziehungsweise jetzt eine Nummer größer als die Schlappen, die sie davor hatte. Ihre Füßchen sind ganz schön gewachsen. Auch süß hier. Mit den Schmetterlingen drauf. Solche Lederpuschen gibt es übrigens ganz viele bei Davanda. Aber die Schuhe passen zum Glück noch. Das ist immer noch die Größe 19. Damit war sie auch schon in der Pfütze drin und alles hat trotzdem gut gehalten. Ja, du darfst auch gleich mit raus. Die Schüchchen lassen wir hier. Die brauchst du nicht draußen. Die lassen wir drin. Gib Mami. So ist das. Im Moment läuft sie auch total gerne mit irgendwas in der Hand rum. Hauptsache, sie hat irgendwas in der Hand. Oh, jetzt sehe ich wieder mein Lavendel. Das habe ich ganz vergessen. Da haben ja ein paar geschrieben, dass ich den schneiden muss, wenn er verblüht ist. Also ein paar Blüten hat er noch. Hier ab und zu kommt da noch was raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch als blühen gilt oder schon verblüht ist. Aber man muss das ja, glaube ich, schneiden, damit das unten nicht verholzt. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Schreib mir das bitte, falls du dich damit auskennst. Nicht, dass ich schon zu spät dran bin. Na, und da hat jemand Spaß im Sandkasten. Ganz schön wenig Platz. Ja, irgendwie steht das total voll. Ich will mir mal ein bisschen Platz machen. Warum ist denn das Bobbycar hier drin? Hat ja gar nichts hier drin zu suchen. So. Kann man viel besser drin spielen. Eine Buddelhose könnte ich dir auch anziehen, ne? Machen wir das mal lieber. Wo ist deine Buddelhose? Warte mal, nicht rauslaufen. Mami sucht noch deine Buddelhose. Hey, wo bist du? Nee. Du kleine Diva. Erwischt. Na, fühlt sich gut an? Fühlt sich komisch an, ne? Die Buddelhose. Ist auch noch vom großen Bruder. Ist schon 7 Jahre alt, die Buddelhose. Upsa. Und wieder aufstehen. Ist aber auch gefährlich hier. Muss Justus mal irgendwas machen. Ich kipp das hier immer rein. Aber der Boden ist sowieso nicht mehr so ganz gerade. Aber das ist so spannend. Sie muss trotzdem immer an dieser Stelle vorbeigehen. Je ungerade der Boden ist, desto besser. Desto spannender. Muss ich fertig machen. Wir müssen gleich los. So, ein Ballett, Ballett, Ballett. Bleibst du noch draußen? Kommst du rein? Kommst du rein? Okay, komm rein. Gut. Alle wieder drin. Lilly muss sich jetzt auch einmal umziehen. Sie hat nämlich ganz nasse Ärmel. Sie hat draußen Patschi Patschi gemacht. Patschi Patschi. Hat sie gemacht. Und sie ist auch irgendwie motzelig. Also ich weiß nicht, ob sie wieder müde ist, obwohl es gar nicht die Uhrzeit ist. Aber ich mache hier erstmal eine trockene Klamotte. Und dann geht es ihr vielleicht schon wieder ein bisschen besser.
Nein, meine trockene Klamotte, bitte. Du bist so mützelig, ne, irgendwie. Mal gucken, ob wir dich wieder fröhlich kriegen. Ganz nass. So, was ziehen wir dir an? Was Hübsches. Einmal Eis. Aua. Immer schön nur Ei machen. Ei machen. Ei. Ja, genau. Ei. Ja, super. Ei. Ja. Ei. Das ist lieb. Da freut sich die Mami. Ei. Genau. So, die große Schwester zieht sich um. Schon wieder rosa Tütü heute. Sehr schön. Ach, den blauen hast du nicht gefunden. Wahrscheinlich in der Wäsche noch. Aber das rosane ist auch sehr schick mit Glitzer vorne. Meistens ist das ein ganz gutes Zeichen, weil Lilly eigentlich ein Sonnenscheinkind ist. Aber wenn sie motzig wird, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass sie müde ist. Ja, jetzt habe ich es eingefangen. Du hast gegähnt, während ich es gesagt habe. Oh, da ist jemand wunderhübsch. Wow, sehr, sehr schick. Du bist bereit, ja? Brauchen wir nur noch Schuhe und dann geht's los. Na komm. Sehr schick. Tut mir leid, wenn ich jetzt schmodderig aussehe, wenn ich total fettig aussehe. Es liegt daran, dass ich auch total fettig bin. Die Kinder sind jetzt alle im Bett. Es herrscht Stille und Ruhe. Ich bearbeite schon gerade jetzt das Video, damit es pünktlich online geht. Und esse super gesund. Ganz schlimm abends, da überkommt mich immer so Heißhunger auf Schokolade oder Salziges und dann stopfe ich das immer in mich hinein. Ja, das sind jetzt so auch die Momente, wo ich Justus dann doch vermisse. Also irgendwie fehlt er jetzt gerade, weil sonst sitzt er ja meistens gerade jetzt neben mir und sagt, dass er die Serie, die ich gerne gucke, nicht mag. Wir würden jetzt nämlich Call the Midwife gucken. Vielleicht kennst du das ja. Das ist so eine Serie über die Nachkriegszeit und da werden ganz viele Babys geboren. Also eigentlich geht es wirklich nur ums Babygebären und das ist wirklich nicht so ganz das Männerthema. Aber jetzt ist er nicht da und ich habe gar keine Lust, die Serie zu gucken. Vielleicht gucke ich sie wirklich nur, um ihn zu ärgern. Das würde keinen Sinn ergeben. Eigentlich melde ich mich jetzt nur, weil ich beim Schneiden gemerkt habe, dass ich in dem Video gar nicht Tschüss gesagt habe. Deshalb mache ich das jetzt. Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.